Hilf mir gefälligst, Virtual, die sind echt scheiße, die Viecher hier. Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Devil May Cry 3 Part. Wir sind im Auftrag 19 Zusammenprall. Stürzen Sie das Ungeheuer mit einer schicksalhaften Kugel. Wir gehen nochmal in die Einstellungen. Ich möchte nämlich hier was anderes ausrüsten. Genau, ich habe nämlich noch Agni und Rutra dabei. Ich nehme Cerberus aber mit. Und ich möchte mir noch auf jeden Fall etwas kaufen. Eine blaue Kugel. Eine violette Kugel. Und was zum Heilen. Noch was? Sind alles jetzt zu teuer? Also ich könnte es mir noch holen, aber... Soll ich es mir holen? Ich warte. Ich denke, das reicht jetzt erstmal. Und der Auftrag beginnt. Hier schon wieder. Ich sehe mich überhaupt nicht, weil die Kamera auf die Monster ist und er geht und nicht auf mich. Das ist, finde ich, sehr nett. Ich bin hier der Held. Also bitte Kamera auf mich. Kämpfen wir hier auf Blut? Ja, ich mach gleich zwei gleichzeitig für dich. Nebenbei auch nochmal ein paar Grabsteine hier kaputt gemacht. Na, wo bist du? Ah, du hast wieder Freunde mitgebracht. Ach, kommt schon, Leute. Ey, die halten echt verdammt viel aus. Ich vereis euch sogar. Also gebt mir gefälligst klein bei. Ein weiterer Spiegel erscheint. Und der stöhnt. Okay. Ja, genau. Die Furcht spiegelt die Leere wieder. Die Leere warnt vor der Furcht. Okay, ich kann nur den Spiegel angreifen, der mein Spiegelbild, gehst du mal kaputt?
Der Spiegel hat keinen Bock kaputt zu gehen irgendwie. Muss ich den Spiegel überhaupt kaputt machen? Also langsam. Wo ist der denn? Ist er jetzt kaputt? Okay, ein Spiegel hätten wir vernichtet. Ach du Heiliger. Das konnte ich nur noch um Stunden handeln. Der ging irgendwie schneller kaputt. Okay. Hier war noch gerade. Genau. Was bist du? Ein Teufelskreis. Manipulieren Sie Zeit und Raum. Hier kann wohl etwas eingesetzt werden. Dann holen wir das etwas mal. Eine Sanduhr. Ja, alle beide gleichzeitig, komm her. Ich sehe wieder nichts. Kommt her, ihr Mistviecher. Ich mach euch fertig mit Cerberus, meine neue Lieblingswaffe. Los! Yes! Super gemacht. Und das leuchtende etwas gehört mir. Samara. Nee, doch, Samsara. So. Skulptur, die das Raum-Zeitgefüge darstellt. Damit werden Risse im Gefüge repariert. Dann reparieren wir die Zeit mal. Hier ist sonst nichts mehr. Grüner Lumsi! Die haben wir alle schon besiegt. Ich möchte in den Raum mit den Spiegeln wieder. Ah, hallo. Ein Teufelskreis? Ja, ich möchte was einsetzen. Samsara. Ich würde sagen, jetzt treten wir Arkham in den Arsch. Endstation. Hier kann man nochmal was kaufen, aber ich denke, wir sind gut ausgerüstet. Ich hoffe es jedenfalls. Okay, jetzt lachen sie sich einen ab.
Grandfather wasn't so hideous. Can't you tell by looking at me? Anyway, that shape suits you better. Ja. Let's begin the event. Da kommt die Hässlichkeit zum Vorschein. Okay, Alter, wo bist du? Ah, da. Mist. Okay, er versinkt. Wie ist das? Halt ab. Wow. Ja, super, ich treffe nicht. Wenn ich mal einen treffen würde, dann wären die alle weg. Okay, da bist du wieder. Ich sehe nichts. Er haut wieder ab. Ich sehe nichts und ja, schießt immer in die falsche Richtung. Nee. Komm schon. Hau ab, du ekliges Viech. Du bist Geschichte. Nein, versink nicht schon wieder. So, da ist er wieder. Ey, du hast nur die Hälfte deines Lebensbalken. Was ist los? Virgil. Come to retrieve my power. You can't handle it. Look at you, making a big dramatic entrance and stealing my spotlight. Wow. You don't possibly believe that he deserves to be our main event now, do you? Now that you mention it, you're right. You should come to realize you cannot control the power of Sparta. You're wasting your time, buddy. I think you need to learn the hard way. Cool. Virgil hilft uns. Kampf unter Brüdern. Zeigen Sie Arkham die wahre Macht der Söhne des Sparta. Der Zwillingsstil ist nur für diesen Kampf verfügbar. Mit Kreis können Sie Virgil an Ihre Seite rufen. Virgil richtet sich nach Dante, doch er bleibt dabei seinem eigenen Kampfstil treu. Okay. Dann greif an, Kumpel. Hm.
der hockt da hinten und macht irgendwas, keine Ahnung. Aber wirklich geholfen hat er mir. Hilf mir gefälligst, Virtual, die sind echt scheiße, die Viecher hier. Ich kann meine Dämonengestalt nicht mehr annehmen. Sind die bescheuert? Oh Gott. Oh Gott. Ich nehme was zum Heilen, bitte. Einen großen Lebensstein. Ja, danke schön. Ich habe meine. Wow. Gut, auf Level können wir uns hier auch nicht verlassen. Der haut auch nicht wirklich rein. Das Problem ist, ich hätte gerne meine. Kannst du mich bitte retten? Danke. Kam ein bisschen spät, Bro. Oh, Mann. Ich wollte mich endlich nicht zweimal heilen. Oh Gott. Oh Gott. Ja gut, ich muss mich zweimal heilen, sonst ist hier das Ding gelaufen. Gott, so eine Verschwendung. Komm schon, stirb! Nein, du stirbst jetzt. Du haust nicht nochmal ab. Mach den fertig. Jackpot. Geil. Absoluter Hammer. Not very classy for someone's dying words. Wir haben den Auftrag beendet, den bösen Arkham besiegt. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao!